Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, euch gefällt das. So, here we go again. Nur diesmal gehen wir einfach da durch. Es steht eben, dass wir den mit dem Brenner kaputt machen sollen, nur... Ich habe keinen Brenner und vielleicht ist ja hinterm Wohnwagen das Teil davon für den Brenner. Aber schauen wir mal, was so jetzt passiert. Ja, hallo Oma. Die schaut jetzt wirklich noch. Tschüss Omi. Komm mit dem Bunsenbrenner wieder oder mit dem brennenden noch was. Auwe. Meiner Meinung nach fällt unser Tal dafür. Und vielleicht ist es ja da dahinter. Und ich habe einfach nur noch nicht nachgeschaut. So. Na. Da ist es auch nicht, oder? Okay. Und da haben wir eigentlich auch noch nichts. Festbrennstoff. Cool. Ich habe actually einen Plan, mit dem wir jetzt einmal wieder zurückrennen. Warte mal, wie kommen wir jetzt am besten hin? So, wenn ich jetzt so umrennen müsste. Ja, müssen wir aber. Wir weichen mal die Omi aus. Hallo Oma. Falsch gelaufen, Oma. Ja, das ist nicht so geschickt wie es jetzt. Einen Plan. Wir haben ja eine defekte Pistole und ich habe gerade ein bisschen wie wenn da mal dumm probiert mit kombinieren. Ich glaube, I got it. Ich hoffe. Wenn nicht, dann nicht. Also die Kugel brauchen wir noch. Schießpulver tue ich jetzt mal weg. Aber mit der defekten Pistole, da steht nämlich Reparatursatz, aber wenn ich das jetzt damit kombinieren drücke, kombinieren. Na, so. Und dann auf eine Pistole. Na, das geht auch nicht. Okay. Das geht auf eine Shotgun nicht. Das geht einfach nirgends. Cool. Ich habe echt gedacht, ich hab's jetzt da, aber. Dann gehen wir das mal untersuchen. Drehen. Wo soll ich das drauf machen? Schau, da ist der Griff. Da tust an Nein, danke rein. Und dann geht's ab, die Party. Aber es funktioniert noch nicht. Warum nicht? Also gefühlt fange ich da schon zum 12. Mal die Aufnahme an, aber ist ja egal. Ich habe einen Plan, nämlich einen halben leider nur. Wir haben irgendwo einen Dietrich gefunden. Meiner Meinung nach müssten wir den irgendwie da haben, haben wir aber nicht. Weil ich wüsste jetzt, wo das Schlüsselloch war, weil das war im Esszimmer. Aber wo war der Dietrich? Das weiß ich leider nicht mehr. Da ist halt schon wieder die Omi. Den müssen wir mal kaputt machen da. Kann sein, dass der jetzt nicht gut ist, oder? Ne? Das kann nicht wahr sein. Das ist auch so schworn, du hast einen Deck. Und dann schon.
Komisch. Hallo, Oma. Ich bin nicht da. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört dir. Geht's jetzt? What the fuck was ich gerade? Okay, jetzt rennen sie wieder weg. Cool. Da war so ein Nest, da wäre das Schlüsselloch, was ich gemeint habe. Ignorieren einfach mal, dass der nächste Sand bringen darf für die Kugeln. Die Kugeln einfach mal. Schlüssel. Yes! Endlich Minze. Das ist nicht gut. Machen wir zu. Endlich einmal ein paar Sachen. Wie viel B haben wir denn? Garb. Ja, nice. Nice, nice, nice. Jetzt rein wir da. Da um mich geht's aber auch noch. Jetzt rennen wir einfach schnell um mich. Einfach zu tun, als ob nichts ist. Müsste ja nicht die ganzen Nester hinmachen. So. Hi. Brennerdüse, endlich! Jetzt fängt das ganze Spaß einmal an da. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwas verpasst habe die ganze Zeit. Ja, moin! Kraut brauchen wir. Da haben wir eigentlich da nicht mehr her müssen. Brauche ich die Nester nicht unbedingt dahin machen. Mit dem Krähenschlüssel kommen wir jetzt bergauf. Aber wo dieser Dietrich war, verstehe ich jetzt leider nicht. Meiner Meinung nach war der da unten drinnen. Aber dann hätten wir den ja haben müssen noch. Wieso haben wir den dann nicht? Das ist die gute Frage, gell? Ich weiß es auch nicht. Ich schau schnell weiter genau. Ah. Könnte das sein, gell? Munition. Da ist nämlich das Schlüsselloch. Aber wir haben keinen Dietrich. Hat fast kaputt hier dann. Der Dietrich war meiner Meinung nach. Da drinnen. Aber vielleicht da ist mir. Gehen wir mal auf. Look. Dann muss ich da oben gehen. Wieder zurückgehen. Cool. Schauen wir mal kurz da unten rein. Da unten drin war der Dietrich auch nicht, oder? Dann vergessen wir den einfach einmal. Weil es auch nicht was ist. Wir haben ja vorhin gefunden. Und haben dann nicht mehr mit dem da drin. Das ist echt traurig. Egal.
sollte gerne mal zum. Ich hab gesagt, du darfst hier nicht rein! Holy shit! Jetzt geht's bergab. Was? Hi. Okay, du kleiner Schwanz. Du Cool. Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben haben. Ja, was machen wir? Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meiner Familie vergreifen? Ja. Leiter. Ist mir gerade aufgefallen. What? Crazy. Crazy like a fool oder so, huh? Crazy. Das hat mich wirklich geschreckt, hä? So, das ist aus dem Nichts gekommen. Ich war gerade so dabei, was ich erklären wollte, irgendwas, aber ich hab's einfach vergessen. Gehen wir mal rein. Telefon. Hallo. Da ist immer keiner dran. Die Geräusche immer. Wir sind jetzt im Obergeschoss. Da gibt es ein Kinderzimmer, einen kontrollierten Raum. Ein Zimmer für Hausarrest. Oh mein Gott. What? Was zum? Target acquired. What? What? Betreffen des Serie-Serums in den folgenden Objekten. In der Lage, Serum synthetisieren. Erste D-Serie, Hirnnerv. Zweite D-Serie, peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Ja. Wieso nehmen wir das nicht mit, wenn es das ist? Telefon. Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. What? Wir brauchen die Materialien für Serum. Das ist anscheinend der Kopf und der Arm, wenn ich es ganz falsch verstanden habe. Ja, gut. Cool. Und dann soll ich zum Büro kommen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ist ja mal egal. Das ist eine Puppe. Hallo.
11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrsausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. So, er hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht, bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich angerönt. Was ist passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt, dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen, jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Oh mein Gott. Cool. Dann gehen wir mal weiter. Was für eine große Ding. Aufgehängen. Defekte Pistole. Ja, Laterne wahrscheinlich. Hat die Oma Laterne hinten liegen lassen, kann das sein? Tja, dann schauen wir nochmal nach. Die müsste da liegen, irgendwo. What? What? Wieso hat sie so einen langen Arm? Wieso hat sie die Laterne mitgenommen? Wieso brauche ich eine Laterne? Warum soll die oben gehen? Wir machen es einfach cool. So viele Fragen, aber. Ist ja spaßig, da jetzt einigen. Und jetzt umdrehen. Oh mein Gott. Hi! Ich folge dir, weil. Was zum Teufel? Das ist neu. Was hat sie gerade gebaut? Innerhalb von 2 Minuten? Gott sei Dank gibt in der Flammenwerfer ein Gefühl der Sicherheit. Gleich kommt sie so hinter mir. Hi! Gehen wir da auf, ich. Hallo? Hi. Ihr wollt? Wir sind da jetzt hinten rausgekommen. Lol. Ja, schauen wir, ob das aufgeht. Das geht schon mal auf. Okay. Schon mal gut. Stark flüssig. Dann kommen wir da rein. Na. Welcher Raum ist das? Gewächshaus. What the fuck? Da sind so viele Geräusche die ganze Zeit. Dann gehen wir mal abspeichern. Wie viele antike Münzen haben wir denn jetzt? Insgesamt haben wir 5. Dann kennen wir uns. Ein Stabil erhöht überhaupt die Nachladegeschwindigkeit. Aber irgendwie hätte ich gern das. Brauchen wir noch 8.
cool. Schauen wir, was wir alles einladen. Die Kurbel. Ja, ob wir nochmal Kurbel brauchen? Laden wir es ein. Defekte Pistole laden wir ein. Weil ich habe ja eigentlich eine Pistole. Gut.